Hallihallo, es ist mal wieder Zeit für eine neue Runde mit den Community-Projekten und lange Rede, kurzer Sinn, nein, andersrum, kurze Rede, langer Sinn, wie auch immer. Wir fangen direkt an mit dem Projekt von Pilot 21 und zwar seiner Main-Weser-Bahn von Frankfurt nach Friedberg. Die Screenshots, die ich euch jetzt zeige, sind schon etwas länger online. Ich habe nur beim letzten Video aus irgendeinem Grund, den ich nicht weiter definieren kann, vergessen, die euch zu zeigen. Dementsprechend hier mal einen kleinen Blick auf die Frankfurter Skyline. Mit der kleinen Anmerkung, dass der Commerzbank Tower und der Main Tower nur Placeholders aktuell sind. Ne? Also, dass hier das Gleisvorfeld vom Frankfurter Hauptbahnhof mit dem entsprechenden Stellwerk hier und den Gebäuden. Ich glaube, die Gebäude hier am Rand sind alle wiederverwendet. Das Stellwerk scheint neu gebaut zu sein, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Signalisierung, Vegetation, da steht schon einiges. Und jetzt in die andere Richtung guckt, das ist wirklich der Hammer, oder? Ne? Also, das ist der Bahnhof ohne Bahnhofsgebäude, ganz offensichtlich. Das fehlt da hinten noch, das kommt noch, keine Sorge. Aber da hinten schon mal mit der Skyline, mit den entsprechend hohen Häusern, mit dem Stellwerk, mit Frankfurt Main Hauptbahnhof darauf und der großen Uhr noch dazu. Das sieht unfassbar schön aus. Auch hier nochmal von etwas weiter weg. Also wer schon mal mit dem ICE oder sonst einem Regionalzug nach Frankfurt gefahren ist und da eingefahren ist, der kann das absolut wiedererkennen. Also ich bin das ein oder andere Mal schon mit dem Zug nach Frankfurt gefahren und das ist absolut wiederzuerkennen. 100% muss ich sagen. Also nicht 100% akkurat vielleicht, aber doch sehr, sehr, sehr nah dran am Original. Gerade so hier mit diesen Brücken und ich weiß, dass hier auf der rechten Seite so eine langgezogene Rechtskurve ist, wo man mit dem ICE langfährt, wenn man aus Richtung Köln kommt. Und dann hier irgendwann macht sich die Skyline vor einem auf und das sieht wirklich unfassbar schön aus. Hier nochmal von der anderen Seite, von etwas weiter hinten nochmal gezeigt. Wir sehen auch übrigens die ganzen Assets hier am Rand mit diesen ganzen LKWs und Baustellenfahrzeugen und kleineren Häuschen hier und dort und den Brücken und Oberleitungsmasten sind auch schon. Sind die überall da? Ja, ne, hier sind auch überall Oberleitungsmasten. Ja, wobei hier fehlen teilweise noch Oberleitungsmasten. Aber das kommt noch alles, ne? Ist alles Work in Progress. Fertig ist das Ganze noch lange nicht. Und hier sind auch schon Bilder aus dem 3D-Programm von Blender vom Frankfurter Bahnhofsgebäude. Und das sieht wirklich gut aus, ne? Also so sieht das tatsächlich aus in Frankfurt. Das erinnert schon einen sehr, sehr stark daran. Ich glaube, ansonsten gibt es hier in dem Thread keine weiteren Bilder. Nee, genau. Also Frankfurt. Die Main-Weser-Bahn von Frankfurt nach Friedberg vom Pilot 21, wo ich immer noch hoffe, dass das vielleicht irgendwann mal ein offizielles Third-Party-Projekt wird. Aktuell ist es ja in Anführungszeichen nur ein Community-Projekt, ohne das despektierlich zu meinen. Aber ganz ehrlich, die Strecke hat so eine Qualität. Da gönne ich auch jedem Spieler und jeder Spielerin auf den Konsolen, dass sie diese Strecke spielen können. Ja, aber wenn es mehr Infos dazu gibt, dann halte ich euch sehr gerne auf dem Laufenden. Wir gehen weiter zum nächsten Thread und zwar von meinem guten Freund, dem Foley. Da auch da habe ich euch beim letzten Mal nicht alles gezeigt. Von den aktuellen Bildern aus Köln-Düsseldorf. Köln-Düsseldorf, ich glaube, Opladen ist da nicht mehr mit dabei, aber hier nochmal ein Bild vom Velaro D. Den haben wir uns noch bisher nicht angeguckt. Also nicht diese neuen Bilder haben wir uns bisher noch nicht angeguckt. Sieht auch wirklich sehr schön aus mit dem Pantografen und so. Das ist zwar noch nicht 100% richtig animiert, das kommt noch alles. Aber er fährt anscheinend und ja, ne, schön sieht er sowieso aus, das Modell. Toll, auch der DZero HC, auch das natürlich Work in Progress. Das ist noch alles nicht fertig, aber es sieht wirklich einfach nur toll aus. Hier auch nochmal bei Tageslicht. Ja, einfach nur schön. Ne? Was ist das hier? Hier noch ein Bild vom Velaro. Toll. Hier haben wir, ich weiß nicht genau, das müsste Köln sein. Ist das Köln in der Nacht? Ich glaube schon. Sieht für mich aus nach Köln. Das hier in Leverkusen, hier mit dieser Bayer-Schrift, ganz ein absolutes Landmark entlang der Strecke, dass das nachts aufleuchtet, dieser Bayer-Schriftzug. Tagsüber ist das Ganze natürlich aus. Und das hat er selbst gebaut hier, dieses Asset. Und das ist einfach nur grandios und faszinierend. Ja, auch da schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Ich bin mir sicher, da kommen bald noch mehr News, noch mehr neue Sachen, die ich euch zeigen kann, noch mehr interessante Informationen. Wir können gespannt bleiben. Dann springen wir mal weiter. Es geht ein bisschen in den Süden und zwar zur Centovalli-Bahn, einer Schmalspurbahn, einer internationalen Schmalspurbahn zwischen Italien und Schweiz. Der User Bremen baut die Centovalli-Bahn, was so viel heißt wie 100-Täler-Bahn, wenn man so möchte. Das ist eine 1 Meter Schmalspurbahn
zwischen Domodossola, Italien, und Locarno in der Schweiz. Das Ganze sind 52 Kilometer an Strecke, 32 Kilometer davon in Italien, in Val Vigezzo, und die restlichen 20 Kilometer im Kanton Tessin ist das, glaube ich, auf Deutsch. Ja, in der Schweiz, Centovalli. Ja, sieht auf jeden Fall wundervoll aus. Eine sehr, sehr alte Strecke. Hier mal eine Strecke, ein Bild von der originalen Strecke. Sehr, sehr malerisch tatsächlich. Da fahren nur Elektrotriebzüge entlang. Hier auch noch ein bisschen älterer. Hier links, das ist ein ABFE44. So nennt man hier diese Triebwagen. Wirklich, wirklich schön. Und das Interessante ist, der User Bremen hat erzählt hier, dass er schon im Jahr 2004 an dieser Strecke angefangen hat zu bauen, nämlich damals noch für den Microsoft Train Simulator, dann irgendwann zu Railworks und jetzt in TSW. Ich glaube, er hat weder im Microsoft Train Simulator noch bei Railworks die Strecke fertiggestellt, aber hoffentlich dann jetzt im TSW. 60% der Gleise liegen auch schon entsprechend. Und ja, es ist aber auf jeden Fall sehr kompliziert, weil die Strecke ist nicht umsonst 100 Tälerbahn, ne, weil da sind doch sehr viele Täler. Hat auch hier diese Oberleitungsmasten gebaut. Das sind nicht die, die irgendwo sonst mitgeliefert werden. Das sind eigene Oberleitungsmasten, die hier gebaut worden sind. Hier entsprechend auch die Brücken, die baut, hat er auch alle selbst gebaut. Das sind keine wiederverwendeten Assets. Das sieht wirklich unfassbar schön aus, ne? Und da gibt es einfach sehr, sehr viele Brücken entlang bei dieser Strecke, denn sie führt ja über 100 Täler, bekannterweise. Und hier bei Val Vigezzo, oder Vigezzo, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wie das ausgesprochen wird, eine Brücke alle 500 Meter, das schreibt der Bremen. Ja, wir sind weiterhin gespannt, sage ich zu Bremen. Ja, weiterhin in Italien bleibend, das ist ein Projekt, das ich persönlich unfassbar cool finde. Und zwar, der Fabio 89 baut hier an einer fiktionalen Strecke, die ja, zwischen Italien und Deutschland spielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, in diesem Sinne fiktional dahingehend, als würde man so tun, als gäbe es eine Grenze zwischen Italien und Deutschland. Oder ob man da noch irgendwie die Schweiz oder sowas überquert, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es ist Ersteres. Genau, und das Ganze ist eine fiktive Strecke, eine fiktionale Strecke. Und das ist das erste Streckenprojekt, das fiktional ist, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Mir ist nämlich vorher keins aufgefallen. Und das sieht schon sehr, sehr schön aus. Ja, ne? Hier schreibt er hier, you're past the last suburbs and next to the sea, you're approaching the borderline. Ja, ne? Sieht schon ganz hübsch aus. Das sind die deutschen, das deutsche Signalisierungssystem sehen wir dann hier an dieser Stelle. Also das wird dann schon in Anführungszeichen Deutschland sein. Hier schön mit so einem kleinen Leuchtturm dort an der Ecke. Sieht schon bisher ganz hübsch aus. Das hier ist dann eine deutsche Station, ein deutscher Bahnhof. Ja, ne, mit den entsprechenden deutschen Oberleitungsmasten auch. Und ja, dieser Kirche, die kennen wir aus verschiedenen Strecken auch schon. Auch dieses große Gebäude kommt mir auch sehr bekannt vor. Ja, also das soll dann praktisch irgendeine deutsche Station im Süden Deutschlands darstellen. Und dann geht es Richtung Main City, the second station in Germany, heading to the Main City. Also hier so ein kleiner Haltepunkt ist das dann nur, der dann hier eingebaut ist. Ne? Keine Weiche oder so. Einfach nur einer, wo vielleicht irgendwelche S-Bahn und Regionalbahn halten sollen. The last section of the work in progress near the sea and some tunnels. Also auch das sieht wirklich hübsch aus, ne? Das ist schon cool gemacht, ne? Dafür, dass das komplett fiktional ist, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. The next step is to create the gantry and the signal system for Italy. Nothing exists at the moment and it isn't easy. Also was sein Plan ist jetzt praktisch italienische Oberleitungsmasten erstmal herzustellen. Die gibt es ja noch nicht im Spiel. Genauso wie italienische Signalisierung. Auch das gibt es noch nicht. Ja, genau. Und I'll use the assets from the route published with TSW4. So you only need this one to use. Other stuff I develop by myself. Also, alle, ich glaube, an Assets, im Grunde genommen, was er sagt, sind halt TSW4-Strecken, die man eben braucht. Vermutlich Kassel-Würzburg, darauf bezieht er sich, denke ich mal. Und alles andere baut er selbst hier an Assets. Ne? Also, wir haben es zum Beispiel gesehen. Ja, vielleicht hier dieser Leuchtturm, das kann sein, dass das vielleicht irgendwas Neues ist.
auch hier wirklich diese Gestaltung am Rand, das sieht schon irgendwie ganz hübsch aus, ne? Also bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Erste fiktionale, fiktive Strecke zwischen Deutschland und Italien. Cool gemacht, coole Idee. Und wir bleiben weiterhin gespannt. Wir springen zum nächsten Tab und gehen zu M. Krehe, der ja, und das ist nicht das erste Mal, dass ich darüber rede, einen Fahrplan baut für Dresden-Riesa, einen neuen Fahrplan, der, glaube ich, einen recht modernen Stand widerspiegeln soll. Und als einen seiner letzten Posts hat er geschrieben, dass er sehr ja, erfreut ist, nun verkünden zu können, dass die Desiros jetzt auch es in den Fahrplan reingeschafft haben. Also die 642er von der Maintalbahn sind jetzt auch im Fahrplan mit drin. Und AI-only Trains are in the timetable, also Züge, die halt wirklich nur als KI-Verkehr unterwegs sind, sind auch mittlerweile im Fahrplan. By 2-Hour-Test-Timetable is complete, the AI can complete every service on time. Ne, also die KI kann tatsächlich, kriegt das Ganze auch hin. Now I'll need to do another round of test drives to confirm that a human player following signal speed limits with PZB on can do it too. Ne, also jetzt testet er, ob sein Fahrplan auch funktioniert, wenn man halt eben selbst fährt und nicht die KI nur fährt, ob das weiterhin klappt. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Sonst ist, glaube ich, hier nichts Interessantes mehr. Oh, wobei doch hier ist noch unser Screenshot Testing 1-2. Das ist der RE50 um 10:14 Uhr von Dresden nach Leipzig. Ein KS2-Signal voraus. Following the S-Bahn to Coswig, the westbound RE50 is an absolute nonstop PZB Extravaganza. Also, wenn man diesen RE50 hier fährt, hat man die ganze Zeit mit der PZB zu tun. Achtmal muss der PZB wachsam drücken zwischen Dresden und Coswig. Und man kann es trotzdem schaffen, dort pünktlich anzukommen. Das gibt mal auf jeden Fall ein Like an dieser Stelle. Ja. Also, sehr interessant und ich glaube, ansonsten, genau, gibt es nichts weiteres mehr. Dann. Hier geht es um die Regionalbahn Münsterland RB 51, 63, 64, RE2, 7, 14, 42. Da baut der Theiss 053NL eine deutsche Strecke. Die haben wir uns auch schon mal angeguckt. Das ist nicht das erste Mal, dass ich darüber rede. Ne? Das ist hier die Strecke Gronau. Enschede, glaube ich. Gronau, Enschede, Coswig, Lünen und ich glaube, bis nach Dortmund soll sie dann nicht gehen. Ja. Und da ist der aktuelle Stand. Wir zoomen mal ein bisschen weiter runter. Genau, also hier hat er auch schon mal ein kleines Video gezeigt. Hier, so sieht der Fahrplan aus von Gronau nach Münster und Dortmund. Also auf jeden Fall sehr komplex, wenn man sich das Ganze mal anguckt, was man da so baut. Map Update Project, also einerseits hier von Enschede über Gronau nach Münster und ich glaube, dann baut er aber auch noch diese Strecke von Gronau über Ahaus und Coesfeld, Lünen, Dortmund, so wie ich das richtig sehe. Ja, also Red ist V1, Enschede Münster und V2 das Blaue, also das hier ist dann Gronau bis nach Dortmund. Ja. Genau, und da gibt er dann immer mal wieder Updates darüber zu der Strecke und wir gucken uns mal, ich zoome mal weiter runter, hier mal das an. Ich nehme mal einmal hier die Lautstärke runter und das ist ein Oberleitungstest RB 46, 64, Entschuldigung. Was war das? Hier, ah, interessant, schaut mal hier, RB 46, 64, meine Güte, Münster-Westfalen. Zentrum Nord, also auf jeden Fall schon mal Zugzielanzeigen, die da in irgendeiner Form anwählbar sind. Da ihr seht, man kann die richtig hier auswählen. Das ist schon ziemlich cool. Sowas mag ich ja, wenn dann sowas dann auch mit drin ist. Also das ist der Wahnsinn, viel Mühe sich die Leute geben. Hier mit dem Talent 2. Na, genau. Gehen mal ein bisschen weiter. Ja, also ihr seht, da ist das ist noch sehr viel Work in Progress. Jetzt wird hier Richtung Münster gefahren, Münster-Westfalen, Zentrum Nord. Ja, also Gleise liegen, einige Bahnsteige sind auch schon verbaut. Und hier, das ist auch mit drin, RB 64 nach Steinfurt, Burg Steinfurt. Ja, interessant auf jeden Fall. Wir gehen mal weiter zu meinem guten Freund, dem Robert Schulz, der die
Oberwesterwaldbahn baut. Und da hat er hier mal ein wirklich sehr, sehr langes Video gemacht. So. Ich nehme das mal ein bisschen runter von der Lautstärke her. Ein sehr, sehr langes Video, das er hier gemacht hat und seinen aktuellen Stand zeigt von Westerburg-Altenkirchen, Au bis nach Au. Und da erzählt er auch sehr, sehr viel. Da könnt ihr gerne mal reinhören in das Video, was er da so zu sagen hat, wen es weiter interessiert. So sieht die Karte hier aus von Diez bzw. Limburg an der Lahn bis ganz nach oben in den Norden, nach Au-Sieg. Ja, ne, und da erzählt er einfach unfassbar viel, wie so, was so entlang der Strecke zu sehen ist, was man da so, worauf man da so achten kann, aber auch eben, wie das Ganze ist, im Editor eben so eine Strecke dann zu bauen. Zeigt dann auch schon die ein oder anderen Sachen, die er gebaut hat. Das hier ist die Hülsbachtalbrücke, zweitlängste Pendelpfeilerbrücke Deutschlands. Interessant, und die scheint er selbst gebaut zu haben, weil das kommt mir auch nicht bekannt vor, dieses Asset 257,2 Meter. Pendelpfeilerbrücke ist auch ein interessanter Begriff, oder? Also hier mit diesem Google Maps Overlay noch darunter, das können wir dann da sehen. Das wird dann genutzt, um zu schauen, wo kann man die Gebäude platzieren und so weiter und so fort. Gehen wir mal ein bisschen weiter und Hülsbachtalbrücke. Also da fliegt er dann praktisch mit der Kamera einmal über die gesamte Strecke drüber. Und es sieht wirklich an einigen Stellen schon wirklich unfassbar gut aus. Also was er da so an Assets bereits hingelegt hat, die Anzahl an Häusern, an individuellen Häusern, einfach schön. Ja, einfach krass, wie viel Arbeit da schon reingeht. Und er schreibt auch sehr ausführlich in dem Thread über seinen Prozess, wie das Ganze so läuft. Und dass das alles halt auch nicht ganz rund läuft immer, dass es auch nicht ganz einfach ist, dass es viele Fragen gibt, dass es viel Trial and Error. Aber wie ihr seht, man kommt irgendwie schon voran. Ne? Also, ihr seht, es nimmt langsam Form an, auch wenn es natürlich weit davon entfernt ist, in irgendeiner Form fertig zu sein. Aber die Sache ist, man muss sich ja jetzt keine Deadline oder sowas setzen. Das ist ja ein Hobbyprojekt, ein Passion-Project. Und da kann man sich Zeit nehmen, wie man eben möchte. Ne? Und sollte sich auch nie mit anderen groß vergleichen, wie sieht das bei den anderen aus, wie ist das bei mir, die anderen können das viel besser als ich. Nein, ne, man schaut einfach, wie ist da so, wie schafft man es einfach selbst, da voranzukommen. Und hier seht ihr das Ganze nochmal, die ganzen Screenshots nochmal, die da gezeigt worden sind. Das sieht wirklich auch schon sehr schön aus. Genau, gehen wir mal weiter zu einem, jetzt wieder etwas weiter weg aus Deutschland raus, und zwar nach Portugal. Denn die portugiesische Community im TSW ist anscheinend nicht nur vorhanden, was schon verwunderlich ist aus einer gewissen Perspektive heraus, sondern sie ist auch noch sehr aktiv im Modding-Bereich, beziehungsweise halt eben mit dem Editor. Und eine Reihe an Mitgliedern der Community sind tatsächlich dabei, Content für den TSW 4 zu erstellen. Und zwar wird hier einiges vorgestellt. Hier geht es um die Lok CP 5600. Und die Lok kann sogar schon fahren mittlerweile. Ne? Die kann nach vorne fahren. Die hat Spiegel, die tatsächlich funktionieren und benutzbar sind. Die hat, also ne, hier wird dann so ein bisschen erklärt, was sonst noch funktioniert, ist der Panto schon mal bisher. Und der Hauptschalter ist auch schon funktional und der Fahrtrichtungswender funktioniert auch. Also wirklich sehr, sehr schön hier. Schönes 3D-Modell mit einem Personenwagen hinten dran. Gucken wir uns gleich nochmal an, hier auch mit der Tür, die auf ist. Ne? Also die Animation der Tür funktioniert also anscheinend irgendwie auch schon. Herrlich. Ne? Wirklich, wirklich cool. Auch hier, das Feature haben wir bisher noch gar nicht im TSW. Habe ich noch bisher nirgends gesehen, dass tatsächlich die Spiegel funktionieren, was sehr cool ist. Also ich glaube, das ist sehr performanceraubend, deshalb wird das nicht gemacht, aber es funktioniert. Hier mal ein paar Screenshots aus dem Führerstand heraus, wie das aussieht. Wir haben uns das schon mal vor Ewigkeiten angeguckt, aber jetzt ist halt der Work in Progress Stand viel, viel weiter als zuvor. Hier auch bei Nacht mit den Lichtern entsprechend. Und hier haben wir mal ein kleines Video vom Fahrzeug hier, wo das Ganze mal getestet wird. Ne? Also in den Führerstand hinein. Man kann sich setzen. Hier der Pantograph. Der kann dann gehoben werden. Ihr seht es dann. Zack. Einmal 25 kV.
Und hier dann auch nochmal von außen im Nachhinein reingeschnitten, die Animation mit dem Pantographen, wie er hochgeht. Hervorragend. Dann hier die Spitzensignale. So sieht das dann von außen aus. Sehr cool. Dann wird der Hauptschalter eingesteckt bzw. geschlossen. Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung. Und jetzt wird Leistung aufgeschaltet und ihr seht, es funktioniert. Die Lok fährt. Also, cool gemacht. Sehr, sehr cool. Ja, mit dazu auch Personenwagen, die CP Sorefam oder Sorefame. Auch das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Also, das sieht auch aus wie so ein Personenwagen, der einfach unfassbar gemütlich ist, da drin zu sitzen in Realität. So sehen die übrigens aus in Realität. Ich habe euch mal hier mal bei Google das mal hier so ein paar Bilder mit aufgemacht. Ne? So sehen die halt aus. Diese Stahl, ja, rostfreier Stahl, würde man vielleicht dazu sagen. So sehen die so ein bisschen aus. Und werden auch halt mit dazu gebaut. Zweite Klasse Wagen. Und auch noch ein TDGS-Güterwagen, auch portugiesischer Bauart. Ne? Das kommt einem sehr bekannt vor. Auch in Deutschland fährt er ähnliches rum. Die sind aber auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall portugiesischer Natur. Komplett neue Oberleitungsmasten, die gebaut worden sind, passend eben für Portugal. Genauso wie die iberianische Spurweite, die hier mit eingebaut worden ist. Ne? Das sind dann eben Gleise, die 1668 mm auseinander sind und nicht das, was wir eben Standard in Mitteleuropa haben und in Osteuropa. Auch die entsprechenden Weichen, die dann neu gebaut werden mussten. Neues Signalisierungssystem aus Portugal. Und hier auch nochmal ein kleines Video zum Thema Signalisierungssystem. Also ja, nochmal von Beginn. Ihr seht, das erste Signal geht hier auf, wird dann geschaltet, dann das nächste. Und das schaltet sich halt immer weiter so hintereinander. Und das ist schon ganz cool gemacht, ne? Ja. Was passiert dann? Genau, dann fährt hier die Lok drüber. Das heißt also, das Signal schaltet dann auf Rot. Dann sehen wir hier, was passiert dann beim nächsten Signal. Das wird dann wohl auch auf Rot schalten. I guess. Ja, ne? Auch da, sobald es darüber dann vorbeigefahren ist, passiert das. Ja. Und da werden dann halt mehrere Fahrzeuge hintereinander gefahren, um einfach mal zu schauen, funktioniert das Signalisierungssystem, klappt das alles so weit, so gut. Und das scheint auf jeden Fall sehr gut zu funktionieren. Da bin ich also sehr begeistert von. Es gibt keine LiDAR-Daten aus Portugal, aber da gibt es wohl Abhilfe. Dann auch noch ein Projekt. Hier diese Triebwagen, die, glaube ich, auch im Fernverkehr in Portugal eingesetzt werden. Triebzüge. Genauso hier noch wie diese Lok. Und auch wirklich sehr, 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 sehr schön. Und anscheinend werden diese Triebzüge auch als ETR 470 in der Schweiz eingesetzt, also sowas ganz Ähnliches. Ja, also auch sehr, sehr cool. Dann einmal hier, das ist noch ein paar Screenshots noch von der Strecke Magdeburg-Thale, Blankenburg-Potsdam. Auch da, ne, so ein paar mehr Screenshots. Der Nexus X-Craft, der auch schon mal hier kommentiert hat, liebe Grüße, der postet auch wirklich ganz, ganz regelmäßig Bilder und Screenshots und macht auch manchmal Streams bei Twitch. Also man kann ihn da wirklich live dabei zuschauen, wie er seine Strecke baut. Und das ist auf jeden Fall ganz cool. Dann das vorletzte, ein kleines Update von der Almtalbahn von Wels nach Grünau im Almtal. Wir scrollen mal ein bisschen runter und schauen uns mal die neueren Bilder an. Genau, also das ist die Karte, ne? So sieht das Ganze hier aus. Wels hier oben. Dann in die Richtung geht es dann Richtung Salzburg. Die Strecke, die wir jetzt bald haben im TSW. Und hier ist Grünau im Almtal entlang der Alm, die halt eben die Strecke verfolgt bis Steinbachbrücke. Deshalb heißt sie auch Almtalbahn, weil eben hier das Almtal ist. Und ein paar mehr Screenshots von der Strecke. Das müsste der Bahnhof in Linz sein. Auch hier entsprechend. In Linz, in Wels, entschuldigt. Auch hier mit den verschiedenen Assets, die damit dazugehören. Sehr, sehr schön. Und als letztes, es gibt eine Person, den LP Gamer TV, der an einem neuen Fahrplan arbeitet für die Strecke Bremen-Oldenburg, an einem 2024er Fahrplan, wofür man die Strecke Bremen-Oldenburg braucht, die Maintalbahn, Kassel-Würzburg und die Baureihe 101.
Mit dabei ist es dann der RE1, der RE8 und 9 und so weiter und so fort. Metronoms sollen als KI-Verkehr dort unterwegs sein. Intercities, die sind schon eingebaut. Eurocities als KI sind auch schon eingebaut. ICEs sind eingebaut. S-Bahnen sollen noch kommen. Regionalbahnen sind eingebaut. Und Güterverkehr soll auch noch kommen. Hier mal so ein kleines Bild, wie das Ganze aussieht im Editor. Auf jeden Fall sehr kompliziert. Und es gibt nämlich so die ein oder anderen Progress-Updates, wo er halt immer wieder erzählt, wie viel er da so geschafft hat, wie viel er da so macht. Und ja, genau. Alle RB-Services sind jetzt drin. Schreibt er dann hier noch und hat dann hier entsprechend, ne, dann gibt es dann diesen Fahrplan Oldenburg-Bremen 2020.